Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 mit Eri. Hallo! Jedes Mal ein anderer Name. Ja! Es gibt ja auch so viel, was man mit meinem Namen machen kann. Ne? Genau, ja, das ist schon praktisch. Bei mir geht nur Cassie. Oh. Oder Paya? Pai Pai. Pai Pai. Pai. Stimmt. So, ja, ich habe diesmal das unglückslos gezogen. Ja, ich Gott darf sei mich den Dank. Typen wahrscheinlich stellen und wir haben null Munition. Ja, das tut mir echt leid. Und das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich habe auch keine Ahnung. Bisschen Panik. Wie habe ich denn das alles verschossen, sag mal? Ja gut, da waren diese Arena-Kämpfe, deswegen wahrscheinlich. Ja, genau. Ich muss gerade mal gucken, wie ich hier nochmal renne. Ja. Ah, das war Munition. Oh shit, okay, das war heil. Das ist mir auch passiert. Wie renne ich denn noch? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja? Oh, falscher Knopf. War das nicht irgendwie... So, das Schultertaste? Ist laufen? Nee, ich musste den Analogstick runterdrücken beim Laufen. Ah, okay. Auf der Tastatur ist es, glaube ich, Shift. Oh, ich sehe gerade... Nee, ist es da Vorsicht, ja, nicht da durchlaufen! Ne? So, jetzt muss ich mal auch überlegen, wie konnte ich mich bücken? So konnte ich mich bücken. Okay. Ja. Da war schon, auch ne? eine Sprengfalle, ah, Vorsicht. Ich kann mich erinnern. Aber von hier sind wir doch gekommen. Ja, von da sind wir gekommen. Okay, ich glaube nicht, dass du da zurück musst. Okay. Also muss ich wahrscheinlich doch hier nach oben. Dann waren wir ja eigentlich schon richtig. Wahrscheinlich. Aber ich kann mich erinnern, wir sind die ganze Zeit nur unten lang gelatscht und dann konnten wir nach oben. Mhm. Ja, ich glaube, mir kommt es gerade wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt kommt es irgendwie. Glaube ich, auf der anderen. Ja, wir mussten auf der anderen Seite runter. Ja, stimmt. Da war ja auch was mit so einer Tür, die zugesperrt war, ne? Genau, genau. Ich gucke mich aber gerade nebenbei auch noch ein bisschen um, ob wir vielleicht hier noch was liegen haben. Munition wäre echt. Habe ich was vergessen hab? Genau. Wobei ich glaube, du warst ganz froh, dass du dich nur noch umgucken musstest. Mhm. Am Ende dann. Hast du so gewissenhaft gemacht. Gerade was gehört oder war das? Ich weiß nicht. Also bei mir war es die Nachbarn. Ich und dann waren es die Nachbarn. Warte. Das warst du. Okay. Also ich liege auf jeden Fall mal hier unten. Okay. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Aber hier warst du auch schon drin, das weiß ich. Oh, ja. Da ist ein Knopf, der ist grün und rot und ich glaube, da kann ich drauf drücken. Ich glaube, du musst da drauf drücken. Nee, nein, 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 wir können doch, drück mal drauf. Wir wissen, was dann passiert. Also, ich krieg ja nichts. Da fehlt uns noch die eine Batterie, genau. Hä? Die habe ich doch da schon rein. Hattest du die rein? Oder habe ich nur die oben rein? Ich glaube, du hattest nur oben die rein. Da fehlten zwei Stück. Wenn ah, okay. Naja, gut. Okay, ich drück mal den Knopf. Ja. Schön gedrückt. Kommt mir trotzdem leicht bekannt vor. Hm. Oh, oh. Oh, Fahrstuhl? Ah. Ach, ist das nur ein Fahrstuhl? Sind wir damit irgendwie hochgekommen? Ich glaube, wir sind damit schon mal gefahren, ja. Oh, total der verplante Start. Ja, echt, ne? Oh, shit. Sicher. Ja, da war ich schon. Da warst du. Oder? Sieht alles gleich aus da. Steht da nicht mehr? Da hinten? Stimmt. Da steht einer. Ja, ne? Aha. Noch irgendwas, was ich gerne... Ich glaube, dann bist du doch richtig. ...mitnehmen könnte. Irgendwas... Das sieht aus, als würde da ein Punk stehen. Ah, nee, da sitzt wer. Jetzt erkenne ich's. Ach, das ist der Roboter. Nee, die verbrannte Leiche, die Tote. Ach, ja, 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 ja. Ah, ja, doch, da waren wir. Total verplanter Anfang. Ja, ja. Wo waren wir? Wo aber waren vielleicht... Ach, guck mal, Pillen. Oh, Pillen. Immerhin habe ich Pillen gefunden. Sehr gut. Ah, sehr hübsch. Schön, weiter geht's. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wieso wir dann... Ah,
Du bist der nächste, als nächstes dran. So. Ja, genau. 14.08, das wollten wir uns doch merken für heute. Ach Gott, nur gut. Ich hab's nicht gemerkt. Stimmt, wir mussten, haben doch gesagt, wir müssen uns unbedingt merken, 14.08. Genau. Das sagen wir, glaube ich, 1000 Mal am Ende. Und ich habe jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Wir schreiben uns das auf. Nie ja. wurde das aufgeschrieben, nie. Ach, eine Münze. Wie geil. 14.08. Aber wo müssen wir das hinschreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Ach, hier, ja, ich weiß, ich weiß. Wo? Da. War hier nochmal eine Sprengfalle? Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe gerade nichts. Mein Bildschirm spinnt gerade. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Ah, okay. Ich habe manchmal HDMI-Probleme. Ja, ich glaube, da muss es eingeben. 14.08, genau. Ups. Aber solange ich nur HDMI-Probleme habe und keine anderen... Ja. Ja, dann ist gut. Okay, ja! Und es hat sich tatsächlich geöffnet. Das war's, genau. Ach, guck mal an. Oh, Sacke. Das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Was? Wieso? Du musst alles in die Kiste tun. Och nee. Alles? Mhm. Oh Gott. Du kannst ja mal versuchen, die Pistole zu behalten. Ja. Heidung würde ich auch gern behalten. Ja, die Sachen, die auf dem Steuerkreuzding liegen, könntest du ja vielleicht... Ich probiere es mal, ob ich jetzt durchkomme. Okay. Oh, no. Nein! Das tatsächlich wegnehmen. Okay, also wir gehen jetzt wirklich Splitterfaser nackt rein. Splitterfaser nackt. Ganz nackisch. Ich sehe gerade gar nichts hier. Das Stockeduster. Ah! Das ist der Geburtstagspartyraum. Nee. Ja. Schönen Tag noch. Super. Ja, dir auch. Arschloch. Du wolltest doch eigentlich mit dem Clown spielen, oder? Nein. Ich hab schon mit dem Clown gespielt. Zur Genüge. Besonders, es ist so dunkel hier, ich sehe echt gar nichts. Ach, hier eine Kerze. Dankeschön. Hast du ihm einfach die Kerze geklaut? Und er hat doch tatsächlich seinen Finger nicht mehr, ne? Schon wieder. Jetzt alles nochmal machen, oder was? Jetzt mit dem Ethan, ne? Oder wie? Ja, wahrscheinlich. Spül mal am Klo. Kann ich gar nicht. Ach so? Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Du hast das letzte Mal ja gesteuert. Mhm. Das ist ja sein, genau das so Gleiche. Auskenne. Das ist ja eigentlich witzig, dass du das jetzt diesmal durchspielst. Guck mal hier. Ich kann immer noch nicht ganz erkennen, was das hier darstellen soll. Das sieht so merkwürdig aus, als ob ganz viele Nadeln hier rauskommen. Wir haben damit dann irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht mehr was. Die Verfallung aufgeblasen. Ach, dann kommt da wahrscheinlich Helium raus. Ich bin mir so sicher, dass das Wasser hier gleich angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesmal nicht angehen wird. Ja? Ja, keine Ahnung, so um uns einfach zu verarschen. So diesmal nicht. Okay, ich gehe durch. Ich weiß nicht. Probier's mal, ja? Mist, du hattest recht. Happy fucking birthday. Mhm. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Nö, du ich musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Karte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Oh. Wortwahl, bitte! Wir haben Kinder im Gebäude. Irgendwo, glaube ich. Oh Gott. Ich bin mir nicht mehr sicher. Super. Okay. Auch die Schlüssel brauchen wir. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist gut. Ja. Haben wir hier noch? Konnte man damit irgendwas machen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe gerade auch gar keine Ahnung. Oh Gott. Wie haben wir das letzte Mal gelöst? Wir haben... War hier nicht eigentlich auch mal eine Tür? Stimmt. Noch was? Da ist ein Hohlraum hinter dieser Wand. Ach nee, hast du dir das Video nicht genau angeguckt, Alter? Aha. Naja, gut. Aber wir sollten das wahrscheinlich auch gar nicht genauso lösen wie letztes Mal, weil sonst sterben wir.
Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Also müssen wir es irgendwie anders machen. Na, aber immerhin haben wir jetzt mittlerweile Licht hier. Das ist ja schon mal. Ja. Ah, okay. Hier können wir schon mal das Ding wieder zerbrennen. Genau. Mach mal erstmal. Geht der Herd überhaupt? Ah ja. Ich hoffe es. Gut. Nein! Nee. Och nee. Mhm. Ach, ah. Hoppala. Und dann jetzt gleich ging's. So eine Flamme. Mhm. So, das war hier die Tür. Brennende Kerze. Ach ja. Luftballons. Oh, das hat tatsächlich was, mein Gott. Ja, voll. So, aber mal weiter gucken. Was meinst du, wieso ich so viel Spaß in dem Raum hatte? Ja. Sollen wir nochmal Loser probieren? Was stand das letzte Mal? Loser. Echt? Mhm. Weißt du das noch? Ja, ja. Ja, ich weiß das auch noch. Dann gib mal ein. Ja. Nicht schlecht. Weißt du auch noch, wo wir das her hatten? Tatsächlich. Ah! Ich habe jetzt kurzzeitig noch gedacht, vielleicht hat das geändert und wir sollten mal Ethan ausprobieren oder so. Weil ja. Aufgepasst. Der sagt das ja auch so gern. Ethan. Wo hat man das her? Der hatte, also der Clown hatte das auf den Arm geschrieben mit der Feder. Ach ja, stimmt. Und er hat ja das Video gesehen, also der Ethan. Das heißt, er kann das ja auch wirklich wissen, wie es geht. Genau, genau. Er hat ihm das ja gezeigt. Machen wir jetzt erstmal aus, dass wir die Kerze da reinmachen können und dann ist unsere Aufgabe eigentlich schon erledigt, würde ich eigentlich jetzt mal sagen. Schon. Nur die Sache ist fast zu hell mit der Lampe. Die Sache ist halt die, dass der Geburtstagskuchen wahrscheinlich wieder in die Luft gesprengt wird. Das denke ich auch. Oh je, oh je. Jetzt sind wir wirklich tot. Nein. Geh weg. Verdammt nochmal, beweg dich doch mal! Du weißt, was passiert! Aufkommen, ey! Idiot! Trottel! Ja, der lebt nicht, ne? Oh, überhaupt nicht! Ja! Hättest du mal vorher nachgedacht! Mist! Ach, Scheiße, jetzt haben wir wieder dasselbe Problem. Momentchen. Ja, los, komm, dreh doch, verdammt! Och, ja, super! Scheiße! Ich mach jetzt kein Feuer, jetzt alles gut. Ach hier, nein, Moment. Ich will zum Wein. Oh. Ich will zum Wein. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich doch schnell betrinken, bevor ich sterbe. Neu starten. Ja, den Wein aufmachen. Mhm. Ach, aber gut, ich bin Alkohol wieder. Und Feuer ist auch nicht so gut. Nee. Komm, nimm's dir. Wir wissen, was wir machen müssen. Okay. So. Los, okay. Los. Verbesserungsvorschläge? Ich überlege. Also wir können auf jeden Fall sterben. Das ist ja schon mal interessant zu wissen. Genau. Wo ist der Raum, wo ich das... Ja, vielleicht probierst du das einfach. Was mit dem Fass? Mit dem Fass, ja. Beziehungsweise... Moment, hier muss ich nochmal hin. Ah ja, genau. Wann hatte der das gesagt? In Ordnung. Ah, ja. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte! Na, die Kinder! Wir haben Kinder, wir wissen, was wir tun müssen. Im Gebäude, irgendwo. Oh aber Mann, ich, quatsch halt nicht so viel. Ich bin nicht mehr sicher. Tatsächlich fällt mir aber gerade auf, wir haben vergessen, den Aufziehschlüssel zu benutzen, oder? Ja, aber den brauchen wir ja eigentlich auch nicht, oder? Eigentlich nicht, würde ich Weil da kriegen wir ja nur das Loser, oder? Du kannst ihn ja mal benutzen, vielleicht macht er ja was anderes weißt du, bei ihm. Was ich mir vorstellen kann, wieso hier alles in Flammen aufgegangen ist, wie sonst was? Warum? Weil der Wein hier rumlag, oder? Ist das nicht auch ein Flammenwerk für sonst was? Das war ja das, was ich meinte mit dem Alkohol, das ist ja... Stimmt, ich sehe das jetzt erst, dass es da runterläuft. Ja. Gut, also wenn, habe ich es jetzt eh schon falsch gemacht. Aber ich gehe mal mit dem Aufziehschlüssel zum Clown. Vielleicht hat er doch noch was anderes für uns. Stimmt, und wir brauchen den Aufziehschlüssel ja dann gar nicht. Hm. Weil wir es eben auch so lösen können und so wissen. Eigentlich ja.
Ich glaube, dann kannst du direkt neu starten. Ist wahrscheinlich, ne? Mhm. Aber ich würde sagen, wir probieren trotzdem nochmal. Vielleicht sehen wir irgendwas. Da, ja. Guck mal, das hier zum Beispiel. Kommt kein Wasser heraus, okay. Vielleicht sehen wir doch noch irgendwas anderes, was wir vielleicht übersehen haben. Weil das hier, das ging doch... Ah, jetzt geht's. Mit dem Klo. Ja. Jetzt haben wir da wieder... Den Finger, oder? Der macht immer das Gleiche. Immer das gleiche Spiel. Genau. Das ist sehr unkreativ. Kamera nochmal. Ach ja, dann können wir uns das Bild angucken. Die Kamera, genau. So, Momentchen. Erstmal gehe ich dahin, wo das war. Ja. Benutzen wir das einfach mal. Jetzt laufen wir mal hier durch. So, mit dem Ding gucken wir jetzt nochmal durch das Bild. Der Gehängte, der Stein und das Baby. Genau. Er hängte. Ach, da ist ja eine riesen Pfütze schon. Das ist mir Ach Mensch, da war doch der Hohlraum hinter der Wand. Vielleicht müssen wir da irgendwas machen vorher. Mhm. Der Gehängte. Der Stein. Weil ich gehe davon aus, dass wir vorher die Wand freilegen müssen, bevor wir hier weiterkommen. Ah, ja, das kann auch sein. Ah! Ja, so. Mhm. Freimachen. Aber was da jetzt genau mit passiert? Vielleicht wird das durch... Guck mal, hier fließt das nämlich lang. Ja, und wie das fließt. Okay, ja. Dann... Vielleicht war das Problem. Ja. Okay, also da wissen wir schon mal Bescheid, wenn wir jetzt nochmal sterben. Wir sollten vielleicht das Ding nicht holen. Genau. Das wäre dann so die nächste Idee noch. Mhm, genau. Ansonsten, wir haben... Genau das. Hui. Probieren wir mal, das hier dran zu verbrennen. Hoppala. Ich rutsche hier voll aus dem Bild gerade. Keine Ahnung, was ich hier treibe. Und wir haben wieder den Puppenfinger. Der, Gott, was der sich für Mühe gibt, ha? Ja, voll. Aber er macht immer das Gleiche. Ja, ne? So, und dann bräuchten wir ja rein theoretisch nochmal den Stift. Den hat man durch einen Ballon bekommen. Der hier irgendwie hat, oder? Ja, ja, den hat man dann auf... hier drauf gesteckt. Ach, ja, stimmt. Mhm. Und Gas aus. Aber wo hat man den Kannst Ballon? Du den da nehmen? Nee. Wo hat man den Ballon her? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber du weißt eh noch extrem viel für über zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, weil wir das zuletzt erst gerendert hatten oder so, dann habe ich nochmal reingeschaut. Ach, okay. Aber hier. Das gefällt mir so gar nicht mit diesem blöden Bein, ey. Nee, ah, da lag noch ein Luftballon am Boden. Echt? Wo? Mhm. Irgendwo Ach, da. Der hier? Ja. Kannst du auch nicht nehmen. Wo habe ich den denn genommen? Eine gute Frage. Mach jetzt lag der im ersten Raum? Weiß es gerade nicht mehr. Machen wir gerade hier nochmal die Tür auf. Ja, genau. Oder lag der hier in dem Ballonraum? Hui, das kann auch sein. Erstmal alle kaputt machen. Da ist einer. Ja, genau. So. Da ist er. Okay. Wir probieren es einfach nochmal. Entweder passiert genau dasselbe und wir sterben wieder. Ja. Oder aber wir können... Jemand, geh einfach weg! Oh, ich will hier weg! Der rafft es nicht, ne? Der rafft es einfach nicht. Der hat sich doch das Video angeguckt. Eben. Oh, ja. Wie doof das ist der denn? Eben. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich jetzt zum Clown will. Weißt du, was das Lösungswort ist? Nein? Ja. Kann ich jetzt vielleicht mit der Feder hier irgendwas machen? Ein Raum hinter der Wand. Ein Hohlraum hinter der Wand. Stopfen. Es lässt sich nicht stopfen. Also ich bin ja der Meinung, wir haben es theoretisch versaut in dem Moment, wo ich das Ding abgedreht habe. Das kann schon sein, ja. Aber das können wir ja nochmal machen, das macht ja nichts. Genau. Aber ich überlege die ganze Zeit auch wegen dem Hohlraum. Aber vielleicht müssen wir auch erst am Ende dann durch den Hohlraum irgendwie fliehen oder Denk ich mal, ja. Und den brauchen wir vielleicht auch jetzt noch gar nicht.
Also erst den Kuchen anzünden und dann sich mit dem Hohlraum beschäftigen. Genau. Ups. So. Genau, was ist denn in dem Raum noch? Da war dieses Ventilrad, damit wir die Kerze Ach. noch anzünden können. Also erstmal das Wasser halt abstellen. Ja. So, wo war das? Da war das. Kannst du mit dem Hohlraum irgendwas verwenden? Nee, leider gar nicht. Da steht weder ein A noch sonst was. Wenn man näher rangeht, steht da nur sowas in der Art wie dahinter ist ein Hohlraum. Ah, Habe ich nämlich auch okay. gerade geschaut, ob da was geht. Okay, Doch, ich glaube, dann dann lassen wir müssen wir uns nur noch mal mal. durchschmoren, ne? Ja. Ja. Aber das kam mir echt in dem Moment erst, wo ich dieses blöde Ding rausgezogen habe. Ja, ich habe auch nicht geschalten, dass man Aber das ich ja würde gar jetzt nicht mal zu braucht. dem Hohlraum rennen. Vielleicht kann ich irgendwie schnell was machen oder so. Ganz schnell zum Fass laufen. Nein. Genau. Das bringt uns auch nichts. Ich schaue mir gerade an. Ja, guck mal, das, genau da geht das Feuer hin, wo der Wein ist. Genau. Mist, 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 Mist! Mist, 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 Mist. Ja. Da Mist! ist der Hohlraum. Da ist ein Hohlraum. Dann sind. Wein! Wein! Was, was, was? Es passiert nichts. Ich stehe am Bein, aber es passiert nichts. Ja. Okay, sterbe ich. Aber das habe ich mir schon gedacht. Ja. Der Wein ist ja schon das, Böser Wein. genau. Der Okay, aber Brandkörper sozusagen. wir wissen es besser jetzt. Jetzt Ach. wissen wir's. Den Oh. Partyraum überleben. Genau, wir überleben den Partyraum. Und ich weiß sofort, was ich machen muss. Party hard. Kerze. Okay. Also jetzt dürfen wir uns natürlich erstmal anziehen. Ach ja. Jo. Also im Grunde Und. genommen, wir brauchen nur die Kerze, dann geben wir Loser Genau. ein, Gehen dann wir nehmen wir erstmal das hier durch die Rad eine und dann zünden wir Tür. es an. Mehr brauchen wir nicht. Mehr ist es nicht, das stimmt. Na? Genau. Benutze es. Ach so, er muss erstmal sowas in der Art sagen wie, ja, lass uns ein Spiel spielen, bla bla Ach, bla. du musst zu dem Weinfass gehen, damit er das sagt. Aber ich muss noch nichts rausdrehen. Nee, Ich nee, muss nur nee. warten. Das kannst du schon eingeben. In Ordnung. Was So. hältst du davon, wir gehen ein Ah, kleines Spiel jetzt. spielen? Na klar, machen wir Und die das. Kerze anzünden und sie in die Tasse legen. Ja, Leck mich am ja. Arsch! Bla bla bla. Wortwahl, bitte. Wir haben Kinder. Im Eine gewordenen Schweinerei, Zustand oder? auch, Ich meine, man ist glaube ich. gewillt, durch das Ich bin Video mir nicht genau mehr dasselbe sicher. zu machen. Ja, voll. Aber mir ist in dem Moment, wo wir Aber wirklich der in andere ist ja Mittel da deswegen verbrannt sind, gestorben, ja. genau, wo wir halt dadurch gestorben sind, dachte ich mir irgendwie nichts dabei, ja, wodurch kam das? Ich dachte halt, okay, der hat halt vorher irgendwas dahingeschüttet oder so, dass man deswegen Ich habe vielleicht. das auch gar nicht realisiert, dass da Ich Wein auch in nicht. dem Fass Ja. ist. Also das hatte ich schon realisiert, aber halt nicht, Ah. nicht, dass wir dadurch so verbrennen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist Wasser drin. Ups. Ganz doof. L-O. Loser. Los. Wenn wir Even eingeben, geht die Tür auch auf und wir kommen woanders hin. Ja, bestimmt. Deswegen machen wir es die ganze Zeit Ja. falsch. Das wäre echt cool. Dass es so ein Aufzug ist dahinter. Ja, ne? Ja, guck mal, das sieht doch auch aus, als ob hier dahinter irgendwas ist, oder? Wo? Hier? Obwohl, nee, das sah jetzt kurz nur so aus, weil das Licht so hinscheint. Ah, okay. So, Stimmt, ich weiß, was okay. du meinst, aber da ist, glaube ich, nichts. So, das Rad haben wir. Genau, dann haben wir alles, War was wir so brauchen. ausgemacht. Also, wenn es jetzt wieder nicht geht, dann weiß ich aber auch Also nicht. dann wüsste ich es tatsächlich gerade auch nicht, nee. Oh, die zwei brauchen danach echt einen guten Psychologen. Ja. Also, wenn die das überstehen. Ich sag's dir, wenn ich das überleben würde, würde ich danach wahrscheinlich draufgehen. Ich glaube, ich würde so ein Trauma kriegen, dass ich nicht mehr vor die Haustür gehe oder Ja, so. voll. Besonders, dass er es einfach nicht lernt, von dieser blöden Torte Ja, wegzugehen, ne? Idiot. Jetzt machen wir Aber schon guck mal, das das Ding dritte ist Mal jetzt und er lernt es blockiert. einfach nicht. Yes! Ja. Oh, warte, 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 warte. Was ist das? 20 Minuten? Hohlraum. Ach, tust du den Hohlraum? Ja, genau.
beeil dich. Wird das vorher machen sollen. Okay, und jetzt. Lauf, 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 lauf. Keine Sorge, da stand was von 18 Minuten. Keine Panik. Echt? Ja. Oh, ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet. Da stand 18 Minuten. Okay, jetzt passt. Okay. Verdammt nochmal! Oh, war das ein Geschenk? Das tut mir jetzt aber leid.